Hey Freunde, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ja, da ging ja ordentlich die Luzi ab. Wir sind auch einige Male gestorben. war nicht meine beste spielerische Leistung, muss ich zugeben. Habe ich auch schon mehrfach erwähnt in den letzten Folgen. Aber ich gelobe da Besserung. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt ein wenig besser durchkommen. Gepimpt sind wir ja schon. Are you all right? You don't need to worry about me. Genau, mach dir lieber Sorgen um dich selbst, Joseph, alter Kollege. Der hat ja in den letzten Folgen schon ein wenig geschwächelt. Ja, das Böse scheinbar auch in ihm. Aber der gute Kollege hält sich ja wacker. Hat uns die Gegner auch ordentlich vom Leib gehalten. Unter dem Sack lebt scheinbar noch etwas. Gott, ist das makaber. Ins Maul jetzt! Oh. Okay, jetzt ist er ja wirklich still. Gott, oh Gott, oh Gott, was geht denn hier ab, ey? Ah, wir folgen mal den Dunkelgang. Da wurde auch schon erwähnt, das sieht so aus, als wäre das so eine Art Kult oder so. Oh, ein weiteres Rätsel, wie mir scheint. Ja, was müssen wir denn hier machen? Hier sind auf jeden Fall Zahlen drauf, in Blut geschrieben. Und ein Hebel, so wie das aussieht. Noch ein Hebel. Eins war da ganz viele Hebel. Steht ja auch eine Zahl drauf. Ja. Wie ist denn das? Sieht aus wie eine 9. Könnte eine 9 sein. Eine 3. Ach du Scheiße, der zappelt ja noch. What do you make of this writing? Aha. Doesn't mean anything to me, should it? Now hold on a second. I jotted something down earlier. Drei, fünf, neun und sieben. Und die sieben ist das. The sacrifices need to be lowered onto the proper altars, and the safe way to him will be open. Okay. 3, 5, 9 und 7. Die 7 ist als einzige nicht durchgestrichen. Irgendwas muss das auch zu bedeuten haben. Ich probiere einfach mal was aus. Er hat ja gerade gesagt, die Opfergaben müssen an die richtigen Altäre gebracht werden. Wir haben hier 1, 2, in der da mitzählt 3 Opfergaben. 3 sind durchgestrichen. Aber hä? Moment mal. 3, 5, 9, 7. Ah, doch. Okay, es sind wirklich 4 Altäre. Ich dachte schon, ich hätte mich da verzählt. Aber wie bringt man die jetzt? Aha, wahrscheinlich mit den... Probier's jetzt einfach mal aus. Den Hebeln wahrscheinlich hier. Oh. Oder auch nicht. Hallo, ich will die Dinger bewegen. Wie mache ich denn das? Ist der Hebel abgebrochen? Na witzig. Aber die ist ja sowieso durchgestrichen. Na, ja, den kann man auch bewegen. Aha. Okay, da kommt was runter. Okay, auf der 7 darf nicht sein. Den haben wir hochgehoben. Auf der 9. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die durchgestrichenen, das sind die, wo die Opfergaben drauf müssen. Das ist schön.
gucken wir mal, ob wir jetzt aufgespießt werden oder ob wir durchkommen. Oh, ich will nicht aufgespießt werden. Nein, 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 nein. Das war wohl richtig. Ja, Captain Obvious, das war es, zum Glück. Aber Glibber, Glibber für die Welt, Glibber für unser Hirn. Netter Aufzug, aber um ehrlich zu sein, will ich da nicht rein. Ah, erstmal die Waffen checken, ob alles durchgeladen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die gleich brauchen werden. Schon wieder. Irgendwie ist hier nichts. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Was sind denn das wieder für Tanks? Oh mein Gott! Der Brain! Und eine Wirbelsäule. Das sieht schon ordentlich eklig aus hier. Aber was die hier mit denen gemacht haben? Man hat ja immer noch nicht so wirklich viele Infos bekommen, was hier jetzt genau gemacht wurde. Ja, irgendwelche Experimente, die dieser Ruvikiser, glaub, hier gemacht hat. Aber wo genau das herkommt, das ist ja meistens so in Horrorspielen, dass man das erst ganz spät erfährt oder eben gar nicht. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10, komische Namen, erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9, 122,4 cm, 28,2 Kilo, 10 dasselbe. Körpertemperatur steigt, offenkundig, Schmerzen in unteren Extremitäten, also Beinen. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums. 925,8 cm, 29,4 Kilo, 10 dasselbe. Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen, 6-3 Stunden, bla 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 bla. Ihr könnt es ja selber lesen, Freunde. Also so ganz, also da wurden auf jeden Fall zwei besondere Testpersonen scheinbar. Vielleicht sogar einer. Ist das sogar einer von denen da? Und hier festgehalten. Irgendwie fehlen manchmal echt die Worte hier. Das ist ein absoluter Mindfuck hier. Ich habe ja schon etliche Horror-Games gespielt, ne? Aber. Also, ich finde es jetzt nicht so krass gruselig hier, sondern eher ekelerregend. Also, es ist wirklich eklig hier. Aber trotzdem geil gemacht. Notiz Nummer 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht. Ach, da waren wir doch gerade. Den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Wachhund? Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Die haben sogar an einem Hund irgendwas gemacht. Boah, sind die krank, die Leute hier. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen. Und doch heult er nach mehr. Hat einen gesunden Appetit, der Knabe, ne? Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Ja, es gibt ja schon so einige verfressene Hunde. Das kenne ich auch von unserem. Aber so krass verfressen ist er nur auch wieder nicht. Und das ist der nette Bursche scheinbar. Gott, wer von euch will den hier gerne mal streicheln? Schreibt es mir in die Kommentare. Gott, also ich mag ja Tiere und gerade Hunde auf. Also wirklich sehr gerne, aber. Ne. Der ist mir da doch eine Spur zu heftig hier. Oh ja, Dicker, lass dich von uns nicht stören. Wir suchen hier nur so ein bisschen rum, ne? Man könnte ja noch was holen. Gehen wir mal weiter, lassen wir den Knaben mal in Ruhe. Ich dachte, er da noch rausbricht.
Ich will mich irgendwie nicht mit dem anlegen. Aha. Eine offensichtliche Steinplatte, die Tür öffnet, aber nicht zubleibt. Ach so, wir müssen hier stehen bleiben, während Joseph durchgeht. Joke, Kollege, war schön, dich kennengelernt zu haben. Ach, da ist noch eine Platte, da steht der jetzt drauf. Oder auch nicht. Also den Schocker haben sie vergeigt. Wenn man... Ihr habt es ja gerade selber gesehen. Wenn man vorher durch... wenn man vorher die Platte verlässt, geht die sofort wieder zu. Aber wenn Joseph durchgeht... Hier ist keine Platte. Nein. Bleibt die offen, bis man selber durchgeht. Und dann knallt sie plötzlich zu. Also... Nee. Das hätten sie besser regeln können. Das war schon... Ach so, dass der... Oh, Backe. Ich habe so eine böse Vermutung. Wieso muss ich recht haben? Mama, da brennt die Muschi. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Boah. Alter, ist der riesig. Warte mal. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, die liegen da nicht umsonst. Müsste denn jetzt nur mal irgendwie... Oh! Na, kommt er? Eieieiei. Komm, spritz dir ein. Mein Gott, ist das viel schnell. Boah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Los, drück dir ein. Sonst kann der ja nicht laufen, der gute Sebastian. Mein Gott, ey. Haben wir noch Granaten? Nein, haben wir nicht. Egal. Drauf! Drauf! Verreck, du Arsch! Wir haben aber keinerlei Pfeile mehr. Oh oh. Bleib mich weg, du! Mit mal. Ach, jetzt will er gleich wieder springen. Was für ein böser Hund. Lauf, 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 lauf. Mann, wie soll man dem denn ausweichen? Ach, keinerlei Reserve mehr. Da sind noch zwei drin. So was, mir ist es egal, ob wir hier verrecken. Ich will mich hier jetzt mal umgucken, ob hier noch irgendwo... Ja, du Vieh! Friss das. Ob hier noch irgendwelche Bolzen rumliegen oder so. Weil so wie das aussieht, ist ja nichts. Meh. Man muss wirklich mit der Munition auskommen, die man da hat. Matsch. Wie krank ist das denn bitte?
Okay, durch diese Elektrobolzen kann er gelähmt werden und scheinbar nimmt er dann noch mehr Schaden, aber da hat man ja nur zwei von und die sind jetzt weg. Meine Güte. Jetzt haben wir nur noch die Megadrogen hier. Die muss ich jetzt nehmen. Lad nach, lad nach, lad nach. Oh, Joseph muss natürlich im Weg rumliegen. Ist wieder typisch. Na, stirbt er jetzt? Stirbt er? Stirbt er? Ja, er ist tot. Hä? Ich habe nichts gedrückt, Freunde. Ich habe nichts gedrückt. Aber trotzdem wurde die Sequenz irgendwie übersprungen. Das finde ich jetzt doof. Ich hätte gerne gesehen, was da noch passiert wäre. Mäh. Dumm gelaufen. Aber jetzt können wir uns hier wenigstens umschauen. Okay, scheinbar sind sie... Hat der Köter doch überlebt? Ich habe ihn nämlich gerade noch gehört. Wir sind jetzt hier irgendwie... Vor der Kirche. Mal schauen, vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin, das nochmal... ja. Ich bin halt echt am Überlegen, wo wir hier sind. Und dadurch, dass die Sequenz jetzt übersprungen wurde, ja, ich hab echt, muss ich wieder ausruhen. Na, scheinbar müssen wir hier durch. Ach, das macht er natürlich nicht alleine. Ja, der lebt tatsächlich noch. Was liegt denn da rum? Josephs Brille. Echt jetzt? Wegen dieser Scheißbrille mussten wir wieder dahin. Zwing dich da durch, Mann. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Okay, jetzt kann man sich denken, was in der Sequenz passiert ist. Ah, ey. Jeez, Joseph, all that for a pair of glasses. So ein Aufwand nur für deine scheiß Brille, Joseph. Ah! Mach das nie wieder. Liegt hier noch was? Nee. Und da haben wir das nächste Kapitel abgeschlossen. Ja, puh, das ist, war das ein ekelhaftes Drecksvieh. Hoffentlich begegnen wir dem nicht nochmal. Der Kampf, der war ja mal richtig ätzend und schwierig zum Ausweichen, finde ich. Aber wir haben es geschafft, wir sind weiter und damit sage ich, dass wir uns im nächsten Kapitel dann wiedersehen. Bis dahin, ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao.